Anschaulich werden. Und Sie werden es dann vielleicht auch einmal folkloristisch finden. Und die Historiker werden Ihnen erklären, dass man darin den Reichtum mehrerer Generationen und ganzer Landstriche ablesen kann. Vielleicht dafür gar, die ganz Schlauen werden vielleicht fragen, gab es denn so viele Straßen? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie gut es uns hier auch materiell geht, dass wir selbst in wirtschaftlichen Krisenzeiten so ein Haus bauen und einweihen. Jeder von Ihnen hat es eigentlich irgendwie angeschnitten. Wir Heutigen haben stärker im Blick, dass wir unseren Wohlstand erwirtschaften zur Verfügung steht und was nicht machbar ist. Jedenfalls nach christlichem Menschenbild sind wir auf solchen Segen Gottes angewiesen. Das gehört dazu, wenn wir uns als Geschöpfe Gottes verstehen. Und die Bitte um Gottes Segen ist dann auch Ausdruck einer Humanität, die um ihre Grenzen weiß, dennoch nicht die Hände in den Schoß legt. Der Halbnomade Jakob im Alten Testament so gut wie wir heute. Daran erinnert dieser gute Brauch des Segnens über einem Haus, einer Einrichtung, einem Stück Arbeitsleben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen aufgetragen, sich die Erde gestaltend anzueignen und ihn dazu mit Geist und Kraft ausgestattet. Wir danken dir für dieses Parkhaus, das durch die Planung und den Einsatz vieler geschaffen wurde und vielen Arbeit und Lebensunterhalt geboten hat und bietet. Segne dieses Parkhaus. Und alle, die hier ein- und ausgehen, ein- und ausfahren, bewahre sie vor Schaden. Dein Geist walte an dieser Stätte gemeinsamer Arbeit, damit gegenseitige Achtung, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein zum Wohle aller beitragen. An diesem Tag der Freude loben wir dich, Gott, und danken dir. Dich preisen wir in alle Ewigkeit. Sind die Menschen, darum kommen auch sie den Segen stellvertretend für die, die dann hier tatsächlich ein- und ausgehen. Das Haus selbst aber möchte ich Ihnen so sehen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Herr segne dieses Haus. Segen des Hauses. Uns als kleines Dankeschön einen Scheck, den Sie bitte in Ihren sozialen Einrichtungen verwenden.
Right, let's go.